Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich sehr, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute ein Video für euch, das sehr häufig angefragt wurde und auch von einer Sache, die ich auf meinem Kanal schon öfters gezeigt habe. Und zwar geht es um meine Valentinos. Ich möchte heute eine kleine Review zu diesen Schuhen abgeben. Ja, ich habe die Schuhe jetzt seit 2 Jahren. Die habe ich ungefähr zu dieser Zeit vor 2 Jahren gekauft. Wir hatten in dem Jahr viele Hochzeiten und auch ein Ball war dabei. Und deshalb dachte ich mir, ich gönne mir mal ein paar Schuhe zum Tanzen und auch so für Partys. Und nicht, dass ich häufig auf Partys gehe, aber ich hätte jetzt Schuhe dafür. Und ja, ich habe mich damals für die Farbe Puder entschieden. Ich kann auch das Unboxing der Schuhe nochmal unten verlinken, falls es euch interessiert. Ja, und heute möchte ich mal so ein bisschen darauf eingehen, wie die Schuhe sich so über die Jahre verhalten haben und was so meine Probleme damit sind und was ich ganz toll finde. Ja, man soll ja immer mit was Positivem beginnen, deshalb, es gibt nichts Gemütlicheres als diese Schuhe. Also ich hatte noch nie gemütlichere High Heels an, ich kann hier tatsächlich 8 Stunden drauf durchtanzen und kriege keinerlei Probleme mit den Füßen. Anfangs hat es ein bisschen gedauert, da hat es hier an den Seiten außen ein bisschen gescheuert. Da habe ich mir dann so einen Blasenstick geholt und dann hat alles gepasst. Ja. Auch der Vorteil, die Sohlen halten extrem gut, außer hier vorne. Aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Musste sie bisher nicht neu besohlen lassen und ich habe sie wirklich sehr oft getragen. Die Hacken sind auch recht gut. Hier ist eine kleine Macke. Aber das war's. Ich habe auch schon mal nachgefragt. Man kann die für 50 Euro, nee, für 30 Euro pro Hacke, glaube ich, neu machen lassen. Also die machen dann die komplette Hacke neu. Das fand ich auch gut zu wissen. Es ist bisher keine Niete abgefallen. Das Einzige ist, hier drinnen sind die Beine hier drinnen und auf dem anderen auch. Die sind so ein bisschen abgekratzt, aber das ist klar, weil die Schuhe mal aneinander kratzen beim Laufen. Sonst sind sie wirklich makellos, also da ist nichts mit, auch wenn man manchmal so ein paar Spuren hat. Ja, so ein bisschen zerkratzt ist das hier, aber es ist wirklich alles makellos. Das einzige Problem, was ich habe mit diesen Schuhen, ist die Spitze. Aber ich denke mal, das ist das Problem mit allen Spitzenschuhen und zwar geht die so ein bisschen kaputt. Die zerkratzt ein bisschen. Ich versuche mal kurz den Fokus auf die Spitze zu lenken. Da könnt ihr das, glaube ich, sehen. Ja, bei dem anderen ist das hier genauso. Da gehen leider die Spitzen kaputt. Ich vermute mal, dass das nicht reparabel ist. Ich versuche da immer schon mit so ein bisschen klarem Nagellack nachzuhelfen, um sie ein bisschen zu schützen. Aber ja, es ist jetzt nicht allzu schlimm. Man sieht es nicht, wenn man sie trägt. Aber es ärgert natürlich so ein bisschen, wenn man so teure Schuhe hier stehen hat und jedes Mal Angst hat, dass sie weiter kaputt gehen. Aber ja, bisher bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit den Schuhen. Sie sind, wie gesagt, ultra gemütlich. Ich kann sie jedem nur empfehlen, der sie plant zu kaufen. Ich habe mir auch schon eine zweite Farbe ausgesucht. Ich hätte gerne die Bordeaux-Roten, dann aber auch mit dem Beigen. Aber jetzt erstmal noch nicht. Da werde ich noch mal ein bisschen warten. Aber ich werde mir garantiert noch mal ein zweites Paar zulegen. Eventuell die Kitten Heels. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil das eigentlich nicht meine Höhe ist. Aber ja, ich finde, das sind wunderschöne Schuhe. Man wird andauernd darauf angesprochen. Also immer, wenn ich sie trage, dann werde ich angesprochen. Und die sind halt wirklich traumhaft schön. Sie sind ein bisschen rockiger, aber trotzdem elegant. Und ja, aber ich denke mal, das liegt auch an der Farbe, dass sie ein bisschen zurückhaltender sind. Sie glitzern zwar sehr stark durch die Nieten, aber ich finde es sehr unauffällig. Es ist ein schönes champagnerfarbenes Gold. Ist nicht ganz so gelb. Also, wer Schuhe braucht, um eine Nacht durchzutanzen, hier sind sie. So, das war's dann auch fürs Video heute. Ich dachte mir, ich mache mal ein kurzes und kurz und knapp sage ich euch alles über die Schuhe. Ich hoffe, das Video hat dem einen oder anderen von euch geholfen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald mit einem anderen Video wieder. Bis dann. Tschüss.